Ja, hallo und herzlich willkommen zurück. Und ich sehe gerade, der Kommentator ist gerade an. Na, das ist doch gar nicht so gut, denn ich will ja quatschen. Deshalb denke ich. Ach, Seitenwahl. Egal. Schalten wir den Vogel mal aus. Und ja, wie ihr seht, spielen wir die englische Woche jetzt auch nach. Nämlich, also so eine Prognose, Frankfurt gegen Wolfsburg. Und die Wolfsburger von links nach rechts in grün haben schon die erste Chance nach 4 Minuten. Oh, die war doch gar nicht mal so schlecht. Die erste Möglichkeit von, es war Gila Vogie oder Luis Gustavo. Ich weiß es nicht richtig. Ich vermute es. Seferovic. Auf Weidner. Stefan Weidner. Auf Flum. Wieder Seferovic. Und jetzt kommt die Kontermöglichkeit für Knoche. Olic im Abseits. Ja. Er geht ja sehr wahrscheinlich nach Hamburg. Er wechselt nach Hamburg zum HSV. Olic. Nochmal jetzt zum Aufmeier. Ferinha. Ist die Möglichkeit. Ferinha Olic. Und ja. Hasebe jetzt hier. Piazon. Und jetzt mal eine gute Möglichkeit für die Wolfsburger. Über Kevin De Bruyne. Olic. Olic. Wer nimmt der mit? Luis Gustavo. Unser. Leute, ich glaube mal, ich wechsle mal ganz kurz die Seiten. Jo. So. Die Wolfsburger wieder, die Frankfurter. Flum auf Eigner. Da war Benaglio schneller. Aber na gut. Sind ja noch über 40 und 20 Minuten, ja, ein bisschen weniger als 20 Minuten zu spielen. Piazon. Da könnte sich was draus ergeben. Piazon. Benaglio. Aber man sieht auch, dass die Wolfsburger mit viel Druck dahin gehen. Die sind ja nicht umsonst Zweiter und haben gegen die Bayern, wer das letzte Let's Play von uns geguckt hat, 0:0 gespielt. Jetzt die Frankfurter. Seferovic. Riesenmöglichkeit auch hier für die Eintracht, hier zur Führung zu gehen. Jung. Ah, immer noch jung. Jetzt gibt's das erste Foul, den ersten Freistoß also. Für die Wölfe. Wölfe. Wolfsburger. Ich wollte erstmal Wolfsburger sagen. Hab mich dann doch auf Wölfe entschieden und rausgekommen ist dann Wölfe.
Das ist ja ein geiler Witz, ey. So, jetzt schauen wir mal ganz kurz auf die nächste Partie der Wölfe. Am Samstag, den 7. Februar, geht es gegen die TSG 1899 Hoffenheim ran. Da spielen sie nämlich zu Hause. Erneut zu Hause, also was heißt erneut? Letzte Woche haben sie ja zu Hause gespielt, jetzt spielen sie auswärts in der Eintracht, also in Frankfurt. Und jetzt gibt es den Freistoß von Ricardo Rodriguez. Luis Gustavo, De Bruyne und Trapp verlängert vor Ferinha. Verzeihung, das war Aaron Hunt. Nicht Kevin De Bruyne. Kevin De Bruyne macht jetzt die Ecke hier. Trapp. Sicher. Und jetzt Konstant Schackbach. Lavogie. Jetzt kommt die Möglichkeit für den VfL Wolfsburg wieder. Jung. Olic. Nachspielzeit. Vielleicht kriegen die Frankfurter nochmal die Chance hin. Seferovic. Naja. Ich würde mal sagen, das war's. 0-0 bleibt es zur ersten Hälfte. Jackson, schöner Ball. Eigner! Benaglio. Ja, das war's. Zur ersten Hälfte 0-0. Mehr als ein 0-0 konnten diese beiden Mannschaften nicht in der ersten Halbzeit absolvieren. Und es geht weiter. Über Flum. Weiter Durchgang. Flum. Aaron Hunt. Jetzt. Hasebe. Auf Seferovic. Seferovic, jetzt muss er aufpassen, wen er anspielt. Piatton. Macht er gut. Direkt abgeschlossen, ja, es war ein bisschen am Ende. Ja. Er sollte nicht dahin, wo er eigentlich hingeplant war. Aber ja, jetzt gibt es den ersten Wechsel. Aaron Hunt geht und Ivi Saulic. Und es kommt Niklas Bendtner in die Partie. Und Aaron, nee, Maximilian Arnold. Also Niklas Bendtner, jetzt wird es Zeit, mal was zu bringen. Er hat ja nicht so viel gebracht wie Trainer Dieter Hecking das eigentlich von ihm erwartet hat. Abseits. Richtige Entscheidung. Nach gut 56 Minuten steht immer noch 0-0. Ich habe so meine Sorgen. Pilavogie. Hasebe. Jung jetzt. De Bruyne. Auf Jung. Wieder Luis Gustavo. Ja, jetzt der Ball im Aus. Ja, das haben sie davon. Die tricksen und dribbeln nur. Und ja, das haben sie jetzt nur davon. Jetzt geht auch der Kevin De Bruyne. Hat auch ein tolles Spiel abgeliefert. Und reinkommt Kyle Jury. Ja, da muss man noch nicht so hysterisch werden, liebe Eintracht-Fans.
kommen die Frankfurter, nee, die Wolfsburger. Ja, auf Piazon. Piazon macht er die Flanke, er bringt sie. Nächste Möglichkeit. Guter Ballgewinn der Frankfurter. Injowski auf Aigner. Und der in die Mitte auf den langen. Alex Meyer. Ferinha, schöner Flügelwechsel mit Caligiuri. Aber der Ball ist aus. Aigner. Die spielen gut über die Außen, die Frankfurter. Wieder Aigner. Aigner. Oh, das ist Elfmeter. Das ist klarer Elfmeter. Und was Naldo da macht, ist gar nicht gut. Jetzt gucken wir nochmal an. Der hat den Meier da, den Aigner, da vom Schuss abgehalten. Ja, und dann versperrt er ihm die Schuss. Den Schuss hier. Und jetzt könnte Frankfurt führen. In Führung gehen. Alex Meyer. 1-0. Frankfurt geht in Führung. In etwas späte Führung, aber es ist so wichtig, gegen die Wolfsburger zu führen. Die so Zweiter sind und nur noch sie könnten die Bayern überholen. Toller Elfmeter von Alex Meyer. Die kann er einfach. Keine Chance für Diego Binaglio und da freut sich natürlich auch Kevin Trapp. Können die Wolfsburger nochmal zurückkommen? Knoche holt sich den Ball. Gut gemacht von den Frankfurtern. Hallo, Seferovic. Arnold, Maximilian Arnold. Raus auf Andersen. Hasebe nimmt der Aigner mit und der nimmt nochmal Seferovic mit. Aber ne, 5 Minuten Nachspielzeit. Ich glaube, das war's für die Wölfe. Maximilian Arnold. Und das war's. Die Frankfurter siegen und schlagen die Wölfe mit 1-0. Und das befreit alle und den zweiten Schlagen haben die Frankfurter jetzt geschlagen. Ich hoffe, euch hat dieses Let's Play gefallen und wir sehen uns im nächsten, wahrscheinlich Schalke gegen Bayern. Ich weiß es aber noch nicht, ich kenne den Spieltag nicht auswendig. Und bis gleich, vielleicht, ciao.